Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei King of Retail und heute wieder im Einzelhandelsmodus. Also ich habe zugemacht, ich habe noch die letzten Mitarbeiter im Grunde dann gleich auf Schulung geschickt. Normalerweise sollten die auch auf Schulung gehen, ganz egal ob ich geschlossen habe oder nicht, was auf jeden Fall schon mal ganz gut ist. So, er bringt die Ware, das ist in Ordnung. So, jetzt habe ich mir natürlich auch ein bisschen Gedanken gemacht. Ich werde wahrscheinlich hier mal dem Rat von Daniela folgen, dass ich hier vorne, zumindest jetzt beim Einzelhandel, dass ich hier vorne im Grunde alle Kassen hinbringe und keine Kasse mehr irgendwo sonst ist, sondern dass die Mitarbeiter dann im Grunde kommen und sich dann sofort an die Kassen stellen können und dann sollte normalerweise auch das überhaupt kein Problem mehr sein, wenn die alle da vorne geballt stehen. So, ich packe das jetzt mal ganz kurz aus. Und dann holen wir mal die erste Kasse von hinten aus dem Computerstore nach vorne. Dass hier auf jeden Fall auch was vorangeht. So, also holen wir mal die Kasse von hinten, weil dann haben wir einfach da in den Shop selber einfach ein bisschen mehr Platz. Dann sind es eben Abteilungen. Ne? Im Grunde gefällt mir das schon sehr gut, wenn man hier reinkommt und hat dann hier die Kasse in der Mitte stehen. Aber ich probiere das jetzt halt einfach mal. Dann sollte es auf jeden Fall ja, weniger Probleme geben. Also von den Kassierern her, dass da irgendwelche dann nicht. Warte mal, wir könnten das eigentlich genau hier vor die 300 stellen. Vielleicht mal so zwei weg. Ich glaube, das ist ganz okay. So, und ich finde die Farbe generell nicht verkehrt. Deswegen würde ich das jetzt halt auch mal kopieren und dann auch auf die anderen Kassen anwenden. Ich stelle natürlich, weil ich das Geld einfach nicht habe, ich stelle natürlich jetzt halt nicht alle Kassen auf. Das funktioniert einfach nicht, weil ich habe 15.800 und hier muss ich tatsächlich ein bisschen aufpassen. Jetzt schauen wir mal, was könnte ich, was kostet eine Kasse? Ja, 780. Ich könnte zumindest noch zwei Stück herstellen. Also ich würde sagen, zwei Stück machen wir noch. Da mache ich eine eben noch hier mit im Anschluss. Ich denke, das ist ganz gut so vom Abstand her. Und eine würde ich vielleicht hier noch her machen. Mal gucken, wie das ist. Ja, warum nicht? Ich denke, das sollte okay sein. Vielleicht drehe ich die eine da auch noch, dass ich die schräg reinstelle. So, zack, zack. Ich finde die Farbkombination echt gut. Muss ich sagen. Nochmal weg. So, dann gehe ich mal ein bisschen nach vorne, dass ich das auch sehe. Das ist halt ein bisschen dumm, ne? Ich meine, man sieht ja diese Felder nicht, ne? Im Grunde ist das nicht einmal so verkehrt. Warum nicht? Vier Kassen, denke ich mal, ist trotzdem noch ausreichend. Sollte tatsächlich eine fünfte noch gewollt werden, dann stellen wir halt da in die Ecke nochmal eine fünfte. Ist ja, ne, egal. So, wir kopieren einmal die Wand, dass wir die hier nämlich noch mit rüberziehen. Ich würde nämlich den Eingangsbereich und auch generell den Weg, sage ich jetzt mal, wirklich in dem Design lassen. In den Läden selber immer anders. Aber nur hier draußen eben so gleichmäßig. So, müsste ich jetzt eigentlich alles haben, ne? Genau, gut. So, bodenmäßig dann eben auch, dass ich den Boden hier am Gang mache. Gut, dann einmal raus. Und passt es, dann könnten wir hier im Grunde auch nochmal vielleicht eine von diesen Pyramidendingern hinstellen. Dann packt man nämlich da diese Teile hier. Ich weiß jetzt natürlich nicht, inwiefern die jetzt mit dem Gesicht nach vorne sind oder nach hinten sind. Ich habe keine Ahnung. Eins davon müssen wir auf jeden Fall dann drehen. Ich würde nämlich zwei Stück hinmachen. Gucken wir mal ganz kurz. Da können wir ja dann im Grunde so ein paar Special Computer hinstellen, die wir noch nicht haben. Da
habe ich noch jeweils eins. Oh, warte mal, ich verräume mal das Zeug jetzt. Das ist egal. Das war einfach. Was? Sind da wieder ein paar Sachen nicht mitgekommen oder habe ich die nicht auf reingeräumt? Hä? Moment. Da fehlt der rote, ne? Warum den hier? Hab ich? Wahrscheinlich in einem anderen Regal. Hier. Aber warum fehlen mir jetzt da welche? Das wundert mich jetzt. So. Da müsste man halt doch einmal probieren. Naja, obwohl, ich möchte es eigentlich so ein bisschen mehr designartig lassen und nicht vollstopfen. Die Leute kaufen schon das, was sie wollen. Ne? Ich kann natürlich hier auch jede Maus einzeln machen, ne? Das komplette Repertoire an Mäusen. So, schauen wir nochmal her. Jetzt haben wir ja normalerweise alles verräumt, ne? Da sind noch diese Angebotsdinge. Da würde ich das mal eher vielleicht an die Wand machen. So, da machen wir dann auch Design einfügen. Ja, das passt schon. Da machen wir jetzt halt mal das Schild weg. So. Jetzt gucken wir nochmal ran. Elektronik, Rechner, Computer. Okay, und das sind einfach noch ein paar Einzelne. Das sind die da hinten. Da habe ich immer jeweils zwei auf Mindestlager genommen. Deswegen habe ich da jetzt halt auch zum Beispiel von dem drei Stück noch da. Dann habe ich von denen hier noch drei Stück. Jawohl. Dann sind es die mit den Schlängelis. Dann habe ich den einen hier oben, die anderen zwei hier unten. Das passt. Ah, okay. Dann habe ich da wahrscheinlich vergessen, die zu machen auf den Mindestlagerbestand. Das kann jetzt durchaus sein, ne? Und zwar bräuchte ich im Grunde dann, der ist drin, der fehlt mir aber in weiß. Oh weh, jetzt wird's blöd. Warte mal, was haben wir denn da vom Bestellverlauf her? Das waren die hier, die Bestellung. Genau, weil da habe ich zum Beispiel zwei bestellt. Den habe ich. Jetzt müssen wir schauen. Den habe ich drin, aber nicht in weiß. Also kommt die zwei schon mal weg. Den habe ich drin, aber auch nicht in weiß. Also kommt der weg. Dann habe ich den drin, aber nicht in weiß. Ich frage mich bloß, warum das Zeug nicht geliefert wurde, wenn ich. Na, ich muss auch mal gucken, ne? So, den habe ich drin in Schwarz und in Rot. Ja, die sind da. Und dann habe ich noch diese hier. Aber das Komische ist, das ist das Ding da unten, ne? Habe ich in Weiß und in Schwarz. Jawohl, das passt. Das heißt im Grunde, dass mir die hier noch fehlen. Ich probiere das halt jetzt einfach mal, ne? Artikel bestellen. Ist in Ordnung. Ja, pfeif auf die Liefergebühren jetzt. Jetzt habe ich da vorne schon zwei Kassen hingestellt, die normalerweise nicht gehören. Ah, ich hätte natürlich gleich nochmal wegen Rechnern gucken können, ne? Ist ganz klar. So, mach mal hin. Pack einfach hin, irgendwo. Pack hin. Los. Mensch.
bin ich mal gespannt. Jetzt müsste ich, also ich hoffe jetzt halt mal, dass ich die richtigen Artikel rausgesucht habe. Jawohl. Nein, da fehlt mir einer. Warum? Und zwar im zweiten Regal. Also das ist verwirrend jetzt gerade. Den habe ich drin und der fehlt mir. Moment. Ach, ich habe da vergessen, das Mindestlager zu machen. Deswegen. Zwei. Zwei. Oh je. Dann ist logisch. Jetzt muss ich natürlich da auch noch gucken, ne? Da habe ich sie. Da habe ich tatsächlich das eine Regal vergessen. Da habe ich überall die zwei stehen. Die müssten ja alle passen. Die Mäuse habe ich, glaube ich, alle gemacht. Die Tastaturen. Auch die da, weil sonst wären die nämlich nicht nachgekommen. Die habe ich auch alle. Jawohl. Oh weh, jetzt muss ich das echt einmal checken hier. So, und da habe ich ja auch alles, weil sonst wäre das auch nicht gekommen. Genau. So, und mir fehlt jetzt im Grunde dann nur der eine hier. Und das ist auch einer mit diesem Gekröselbildschirm. Jetzt gehe ich nochmal ran. Und zwar mit der blauen Tastatur. Oh weh. Tun wir mal das hinzufügen. Jetzt muss ich mich nochmal ein wenig komisch hindrehen, dass ich das wieder sehe. Gekröselter Bildschirm. Also die da nicht, die da nicht. Da haben wir die mit diesem komischen Wabenmuster, jawohl, das sind die hier, ne? Die habe ich ja. Jawohl. So, und die mit diesem Zickzack drauf. Genau, die habe ich hier. Oh Gott, sorry. Also, weg damit. Die haben wir alle. Dann die hier hinzufügen. So, das ist der obere, oder besser gesagt, die oberen zwei sind es hier. Das muss quasi einer von diesen beiden hier sein. Die anderen habe ich alle. So, und das sehe ich jetzt halt nicht, ne? Ich habe jetzt halt, das müsste normalerweise drin bleiben, ne? Blaue Tastatur, weiße Tastatur. Und das, was ich drin habe, ist die weiße Tastatur. Die blaue brauchen wir. Alles klar. So, zack. Dann lasse ich das mal. Die bestelle ich schon mal. Aber dann sollte ich die normalerweise... sollten die normalerweise passen. So, Artikel finden. Wir gehen mal hier ganz kurz drauf. Rechner, Computer... Da habe ich zwei da. Da habe ich zwei, besser gesagt. Da habe ich jetzt drei da. Na gut. Ist egal. Ich wundere es nur, dass ich die nicht auffüllen kann. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass ich die auch da habe. Warte mal, Elektronik, Rechner, Computer. Ne, den habe ich tatsächlich nur in weiß da. Den habe ich nur so da. Na gut, ist in Ordnung, ich lasse mich ja überzeugen. So, aber was machen wir jetzt halt trotzdem hierhin? Das ist jetzt noch die andere Frage, ne? So. Schauen wir nochmal. Wir haben aber, glaube ich, sonst nichts an Computern. Wir haben nur das hier.
Das sollten wir irgendwie, wir könnten auch Zubehörgeräte hinstellen. Ne? Wir könnten zum Beispiel auch sagen, wir bestellen nochmal Drucker von den Großgeräten, dass wir die hier vielleicht platzieren. Weil wir haben ja den schwarzen und den weißen zum Beispiel. Elektronik, nein, doch Elektronik, Rechner, Zubehör. Es gibt echt viel, ne? So, dazu und dazu. Aber wir haben ja die großen Workstation haben wir ja gar nicht. Dann könnten wir zum Beispiel mal von dem Ding, das passt stylisch schon mal ganz gut rein, und von dem Ding jeweils zwei bestellen. Die würden auf jeden Fall gut hinpassen auf einen von diesen Aufstellern. Und auf das andere. Ja, warum nicht, ne? Da könnten wir dann die andere noch hier stellen. Da hätten wir dann auch noch den roten und den schwarzen, da auch jeweils zwei Stück. Zack. So. Artikel sind nochmal 50 Euro Lieferkosten. Wir haben immer noch 11.700. Also das darf man nicht unterschätzen. So. Da kommt er schon. So. Zack. Jawohl, wir haben die Rechner, wir haben die Drucker. Passt. So, ich bin immer noch am Überlegen, ob ich hier nicht eher supermarktmäßig was reinmache. Wir könnten hier zum Beispiel Shirts machen und Hosen und wir könnten hier einen reinen Schuhladen reinmachen. Das könnte man machen und da eben sowas wie ja, mit Zewa und Reinigern und so weiter. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. So, räumen wir rein. Und dann tun wir das gleich wieder ändern hier auf 2. Passt. Die anderen sind ja jetzt halt alle gemacht. So. Dann gucken wir mal wegen den Druckern. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich würde quasi das so machen. Halt. Und so. Jo, das wäre schöner, wenn es mittig stehen würde, aber ist okay. So, und dann noch mal Elektronik, Rechner, Zubehör, die anderen Großgeräte. So, weiß, weiß, schwarz, schwarz. Ich würde tatsächlich die kleineren nach hinten packen. Die hier nach vorne. So ungefähr. Und die da hinten hin. So steht es nämlich immer noch auf dem roten Boden. Damit wäre eigentlich der Computerstore bis vielleicht auf die eine oder andere Wanddeko schon mal ganz gut eingerichtet, würde ich sagen. Mehr würde ich jetzt halt nicht mehr machen. Hier haben wir auf jeden Fall alles, was man braucht. Ne, wir haben Rechner, Tastaturen, Boxen, Mäuse, Drucker, Laptops, alles. Alles im Grunde vertreten hier in dem Shop. Damit sollte der auf jeden Fall fertig sein. So, halt. Wir gehen einmal hierhin, einmal dahin, einmal dorthin. Das da nehmen wir nämlich mal mit. Da könnte man jetzt machen, Kasse 1. Ne, da machen wir Kasse 1. Dann wird das hier Kasse 2. Ich muss mal am Boden ein bisschen gucken. Ne, weil ihr seht's und drunter so, zack, Kasse 2.
Und das Gleiche können wir natürlich dann über den anderen Kassen auch machen. Komme ich jetzt da noch hin? Oder habe ich da wieder das Problem mit dem Schild? Nee, ne? Das passt schon. Okay, aber die anderen, die kaufe ich jetzt einmal noch nicht. Das Geld spare ich mir jetzt halt noch. So. Ich würde natürlich gerne... Mal, da haben wir noch die Alkoholiker, ne? Ja. Diese Liköre. So, mach hier eine... Das soll ja im Grunde dann, wenn ich jetzt halt hier den Supermarkt mache, soll das ja da sein. Dann stelle ich das Ding jetzt halt mal hier so in den Eingangsbereich hin. Schuhe. Wie gesagt, da möchte ich einen eigenen Schuhladen machen. Da kommen dann nur Schuhe rein. Und die ganzen Dinger hier, die müssen jetzt natürlich irgendwie... da hinten rein. Ich verschiebe das jetzt einfach nur mal. Ich kann die gleich mal voll machen. So. Mal gucken, ob ich das so lasse. Aber ich denke, das ist nicht schlecht. Weil hier wäre es sinnvoller vom... von der Größe her, wenn ich wirklich alles hier mit Lebensmitteln mache, dass wir hier tatsächlich so ein bisschen Obstabteilung machen, Konserven und Tiefkühlabteilung, dann ist das nämlich auch groß genug. So, wie das Zeug jetzt erst einmal drin steht, ist mir eigentlich egal. Jawohl, da habe ich auch noch. Kann ich das da hinklatschen? Solange es grün ist, ne? Geht's. Zack. So, einfach mal da daneben. Wie ich das dann genau einteile, weiß ich natürlich auch nicht, ne? Kann dann das so ein bisschen unterteilen nach einer Ecke, wo T-Shirts zum Beispiel sind, nach einer Ecke, wo Pullover sind und Jacken und dann natürlich auch noch die Jeanshosen. Ah, da habe ich noch gar nichts drin. Warte mal, kann ich das 23? Nee, das ist mir wegen für 130 gekauft, dann verkaufe ich es nicht für 23. Hätte ich jetzt noch 100 bekommen oder 110 oder so, dann hätte ich es verkauft, bevor ich mir das antue mit dem Hin und Her. Aber ich laufe eh schon hin und her, ne? Dann ist es eh schon egal. Da wird eh noch vieles rumgeschoben werden. So, da werde ich aber trotzdem das Ganze kopieren, weil, also den Boden und die Wände, weil das würde ich nämlich gerne so in der Art auch da haben wollen. Die Wände werden wahrscheinlich anders. Aber die hänge ich jetzt halt nur draußen schnell hin. Weil alles kann ich eh nicht innen brauchen jetzt halt. Aber ich kann es da vorne schon mal mit an die Wand machen. So, zack. Und zack. So, dann halt Boden kopieren. Machen wir gleich mal. Design, Boden, kopieren, das da. Zack, das sind ja auch nur im Grunde ein paar Münzen, ne, die uns das kostet. So, wandtechnisch. Da könnte man ja wirklich mal was ganz anderes probieren. Wäre jetzt zu dunkel, zu hell meine ich. Aber das schaut doch auch krass aus, oder? Finde ich gut. Vor allem, es passt halt auch wieder zur Decke generell, ne, dazu. Doch, das finde ich gut.
Das Design würde ich jetzt nicht unbedingt hier blau machen, sondern die Stangen könnte man zum Beispiel grau machen und die... Machen wir doch mal schwarz. Warum nicht? Oder genau andersrum. So. Und das dann eben in schwarz. Ja, aber das ist dann so... ja, mit der Wand. Ich möchte da schon einen Kontrast haben. Von daher machen wir twarte mal, wir könnten es ja auch mal dunkelgrau machen. Und die Stangen eben weiß. So, kopieren. Jetzt fügen wir das. Zum Glück kostet das kein Geld, ey. Da, wenn ich jedes Mal zahlen müsste, wenn ich das verändere, das wäre heftig. Passt einfach ein bisschen besser irgendwie. Das schaut moderner aus. Finde ich zumindest. Ihr könnt mir das gerne mal reinschreiben in die Kommentare. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen moderner. Wenn mir das dann doch nicht so taucht mit den Kassen, dann baue ich das natürlich wieder um, ne? Aber ich probiere das jetzt halt einfach mal. So. Dann haben wir nämlich die schon mal alle einheitlich. Oje, sind nur noch einige. Das Einfüllen, das mache ich dann natürlich nicht jetzt. Warte mal, den da schnell löschen. Ah, das ist das gleiche wie mit dem Design. Sobald ich das mache, hier mit dem Design oder den Rabatt, kann ich das ändern, aber wenn ich zumache, dann bin ich nicht zurück in dem Menü. Das ist nur, wenn ich jetzt im Grunde hier was mache und dann wieder zurückgehe. Da habe ich die Zurückmöglichkeit, woanders nicht. Das ist blöd. Aber okay. So, schauen wir mal. Na, ein paar Minuten haben wir ja noch Zeit. So, durch das, dass wir jetzt im Grunde hier komplett Stellfläche haben, können wir natürlich auch schauen, wie wir was wohin machen. Im Grunde muss ich die Dinge füllen, die ich da habe, dass ich auch wirklich im Überblick habe, was habe ich wo drin. Weil ich habe ja auch solche Wanddinger mit Hosen, glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich würde zum Beispiel jetzt in diese hintere Ecke würde ich zum Beispiel eher die Jeanshosen machen und T-Shirts nach vorne holen und Pullover und Jacken eher in dem mittleren Bereich. Da war glaube ich nichts, ne? Nee. Vor allem, ich möchte ja auch sehen, was ich noch über habe. Die ist voll. Da ist noch nichts. Da haben wir was. Ich habe es jetzt natürlich genau, ne, dass die Hosen hier vorne sind. Super, okay. Also, wir werden zum einen den hier mal bearbeiten. Ich werde das hier löschen und raus damit. Weil wir müssen natürlich schauen, dass wir ein bisschen andere Auswahl noch reinbekommen. Kleidung, Oberteile, kommt der nämlich dahin. So, einmal raus und einmal rein. So. Ist jetzt auch noch nichts gestapelt, ne? Also noch nichts richtig platziert oder sowas. Ich mache jetzt halt erst einmal nur... Zack, zack, zack. So, hier auch. Dann gehen wir rein. Und dann machen wir hier Oberteile. Jetzt haben wir den Arlo hier noch in Rot. So, dann füllen. Und dann kommt der Arlo erst einmal hier. Und kommt der Paluten erstmal neben den Bobas. So, da habe ich
Genau, blau, rot und die schwarzen. Das sind... Oh, und grün habe ich ja auch noch, ne? Das heißt, ich habe ja 4 Designs. Also, raus damit. Dann lösche ich die mal. So. Raus damit. So kann ich es eigentlich auch machen, ne? Zack, raus damit. Und dann kann ich nämlich bei den Oberteilen noch die grünen Jacken hier mit reinmachen. Genau. Passt. Dann hätten wir nämlich bei den Jacken jetzt halt auch schon mal 2 Farben, oder besser gesagt 2 Hänger mit unterschiedlichen Farben. So, dann haben wir hier nochmal Jacken. Das sind auch nochmal die gleichen Pullis. Oh Gott, das ist so viel doppelt drin, ne? Der war leer. Da sind, glaube ich, jeweils die gleiche Hose, also mache ich die da jetzt mal raus und bring die mal nach da hinten in die Ecke. So, dann hier ist auch wieder gleich. Raus damit. Rauspacken, obwohl, warte mal, den Aufsteller, den kann ich komplett rausmachen. Der bleibt dann jetzt halt erst einmal leer. Ups. Den stelle ich jetzt halt bloß einmal da, dass ich ein bisschen Überblick habe. So, dann können wir nämlich hier... Genau, davon haben wir dann 10. Dann können wir die da rein tun. So. Dass wir einfach ein bisschen unterschiedliche Artikel drin haben. So, die hier werden komplett rausgelöscht. Weil die habe ich nämlich hier mit drauf. Ups. So, ich müsste auch von denen 15 Artikel haben auf Lager. Oh, nicht einmal. 5. 5. 10. 10. Warte mal, dann ändere ich das hier auch auf 5 ab. Und auf 5 ab. Da habe ich auch... Oh, dann sind es doch andere. Alles klar. Mal gucken, aber sonst habe ich doch keine Hosen mehr, ne? Der ist leer. Oh, verdammt. Kamera, was ist los? Dann hier tun wir mal komplett raus. Die Kamera, ne? Das ist... Habt ihr das auch, dass wenn ihr Rechtsklick und euch dreht, dass das manchmal dann erst hängen bleibt und dann auf einmal zack, so richtig rum zieht. Habt ihr das auch? So. Rauslöschen. Weil wir sehen dann auch, was wir eventuell noch mitkaufen müssen. So, das sind jetzt Pullis. Ich tue das trotzdem jetzt mal alles raus. So, die ersten Dinger waren ja ganz okay. Könnte ich eigentlich auch außen hinstellen, ne, dass wir die jetzt da nicht im Weg sind. So, hier ist nichts gemacht, hier ist nichts gemacht. Hier ist nichts. Da sind die Shirts, die lasse ich auch. Die kann ich jetzt da vorne... Ach, da habe ich ja 5. Ja, okay. Das heißt also, ich kann den Aralo hier zum einen mal raus machen und werde es löschen. Das gleiche mache ich dann hier, weil das reicht auf einem. Und rauslöschen, so dass wir ein bisschen mehr Auswahl reinkriegen. Das ist, denke ich, auch immer nicht verkehrt. So, das sind Jacken. Die kann ich so lassen, wie sie sind. Da ist jetzt halt nichts. Okay, gut, gut, gut. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute mal. Dann wird der Part vielleicht so ein kleines bisschen kürzer. Aber ich würde sagen, da machen wir dann beim nächsten Mal weiter.
Genau, da freue ich mich auch drauf, dass wir den Store machen. Auf jeden Fall den Computerstore, den würde ich sagen, den haben wir jetzt tatsächlich fertig. Da machen wir jetzt halt aktuell nichts mehr. Die Promo, die lassen wir hier noch draußen, bis die Geräte verkauft sind. Da schaue ich mal ganz kurz, was ich noch auf Lager habe. 7 Stück, 7 Stück, 7 Stück noch jeweils. Okay. So, und jetzt bin ich mal so frei und mache den Rabatt dann fürs nächste Mal auf 15%. So. Das machen wir. Aber das nächste Mal würde ich auch tatsächlich den Laden aufmachen und während der Laden dann läuft, kann man hier ganz gemütlich noch einrichten. Das kommen zwar dann immer wieder Kunden, die dann das ein oder andere abgreifen, ist aber dann total egal. So, machen wir das. Gut, ich würde mich freuen über ein Like, ich würde mich freuen über Kommentare und dann sehen wir uns hier im Einzelhandel wieder am Sonntag. Bis dahin, macht's gut, schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.